Bist du behindert? Wieso? Was, wenn du runterfällst? Das ist richtig behindert. Wieso? Warum? Also gar nicht, du gar nicht so gefährlich. Nee, gar nicht, nicht so gefährlich. Nein, nein, nein. Abgründe, aber so eine Strecke. Nein. Ist 900 Meter hoch. Also das ist ungefähr 4,2 mal so hoch. Wahnsinn. Also ich finde, das ist schon etwas verrückt, aber ja. Warum? Ja, ich finde es cool, dass du da teilnehmen willst. Ja, warum findest du es verrückt? Einfach 4000 Meter Höhe und noch mehr, also das ist einfach verrückt. Fällst du darunter tot? Viermal Burj Khalifa. Ja. Und mehr sogar. Erzähl, was 2015 auf mich zukommt. Im Juli werde ich hier an einem Berglauf teilnehmen, und zwar auf Mösselberg, Deutschlands Zugspitze. 291 Höhenmeter in den Aufstieg und nochmal 2500 im Abstieg zu bewältigen. Also es sind 4 Kilometer quasi senkrecht nach oben hin. Genau das ist das 19 Meter. Runter kommt man immer, ja. Das wirst du das gleiche erleben. Du hast sie doch nicht alle. Verbrennen, Neufeig, ich nehme Kalorien ab Gehirnzellen. Ich glaube genau, das ist bei dir passiert. Du hast sie doch nicht alle. Warum? Kletterst da oben auf dem Berg rum, auf der Spitze, mit so einer Schnur zum Festhalten? Hast du sie noch alle? Laufen, nicht klettern, laufen. Das ist doch kein Laufen, das ist Klettern. Das ist so breit wie zwei Finger oder so mit einer Schnur zum Festhalten. Bist du bekloppt? Du spinnst. Total. Ich gehe da nicht mit. Du kannst alleine gehen. Und erhöhe deine Lebensversicherung, bevor du abfährst. Also bis jetzt habe ich es meiner Frau, meinem Sohn und einer Tochter gezeigt. Und die Reaktionen waren schon interessant. Mal gucken, wie der Rest reagiert.